Ja, sehr geehrter Herr Staatssekretär Wienands, sehr geehrter Herr Dr. Langenscheid, sehr geehrter Herr Diebgrund, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf auch sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen, weil ich selber auch Lehrer bin. Das piepst hier, ich glaube, das ist nicht. Ich habe es zwar ausgeschaltet, aber nicht daran gedacht, dass es trotzdem versucht, Kontakt aufzunehmen und dann diese Audioanlage stört. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, dieses Motto dieses Kongresses heute ist wirklich nicht nur für den heutigen Tag wichtig. Das ist Lernen individuell gestalten und dann Lernmittel, Lernkompetenzen und Lernräume. Ich glaube, das sind die Grundlagen, die Dimensionen erfolgreichen Lernens, die müssen vorhanden sein, damit Schüler selber aktiv werden können, damit die Schüler selber lernen können und die entsprechende Umgebung haben. Und deshalb sind für uns die Schulbuchverlage und gerade auch der VDS als Verband geborene Partner, die wichtigsten Partner überhaupt, denn gute Lernmittel erleichtern ihnen ja auch die Arbeit. Gute Lernmittel ermöglichen es den Schülern, eigene Wege zu gehen, aber erleichtern es auch ihnen, den Schülern diese Möglichkeit bereitzustellen. Und ich bin sehr dankbar dafür, Herr Wienands, dass Sie so abgehoben haben auf die Bedeutung auch der digitalen Medien. Denn wir sind der festen Überzeugung als Medienberatung NRW, dass gerade die digitalen Medien ganz besonders viele Möglichkeiten individueller Förderung bieten. Und wir haben dazu auch eine ganze Reihe Hinweise auch schon geben können. Und davon bin ich auch überzeugt, wenn man die Arbeit, wenn Sie selbst Ihre eigene Arbeit, die Bereitstellung der Lernmittel, den Austausch in den Fachgruppen mit entsprechenden digitalen Werkzeugen organisieren, können Sie sich selber Entlastung verschaffen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Wir können nicht nur immer überlegen, wie können wir es den Schülern besser machen, sondern wir müssen auch überlegen, welchen Aufwand sie betreiben müssen, welche Bedingungen sie brauchen, um das auch entsprechend tun zu können. Was mir noch wichtig ist, ist auch darauf hinzuweisen, dass wir hier in Nordrhein-Westfalen, so ist mein Eindruck auf jeden Fall, ein besonders gutes Verhältnis zu den Schulbuchverlagen haben. Also uns ist das auch ganz wichtig. Gerade im Prozess der Schulbuchgenehmigung haben wir als Medienberatung NRW die Aufgabe, das so vorzubereiten, die Gutachter zu schulen und vor allen Dingen auch die Verlagsvertreter und die Redaktionen rechtzeitig zu informieren über neue Kernlehrpläne, über neue Erwartungen in Nordrhein-Westfalen. Ich weiß, wenn der ein oder andere jetzt denkt, das könnte noch schneller gehen und noch intensiver gehen, dann ist das sicherlich als Auftrag zu verstehen. Insgesamt aber ist es toll, wie ich finde, dass wir so ein vertrauensvolles und intensives Verhältnis mit den Schulbuchverlagen haben, denn anders kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen. Wie sonst sollten Sie die Medien erhalten, die Ihnen die Unterrichtsvorbereitung erleichtern und den Schülern das Lernen ermöglichen. Ein Aspekt ist mir jetzt noch wichtig in dem Kontext. Die Grußworte und die Reden enden alle damit, dass gesagt wird, haben Sie wünschen, dass Sie viele Anregungen haben, dass Sie in den Vorträgen Interessantes finden, dass Sie mitdiskutieren. Wir hätten noch einen Wunsch, dass Sie diese Anregungen und das, was Sie heute hier finden, nicht nur für sich mit nach Hause nehmen und für Ihre eigene persönliche Unterrichtsvorbereitung nutzen, sondern dass Sie damit auch in Ihre Fachgruppe gehen, dass Sie in Ihrer Fachkonferenz vielleicht diese Dinge auch vorstellen und diskutieren. Denn das ist eine Überzeugung von uns, dass wir denken, wenn es den Fachgruppen gelingt, die Lernmittel so zu organisieren und bereitzustellen, so auch sich gegenseitig auszutauschen, dann haben die Schüler die besten Bedingungen und dann können sie sich gegenseitig unterstützen. Und wir glauben, dass gerade die Zusammenarbeit in Fachgruppen und Fachkonferenzen entscheidend ist für die Qualität von Unterricht und die Unterrichtsentwicklung, die wir alle haben möchten.